der erste Ausflug mit Lennox. Hallo meine Lieben, wir sind gerade spazieren, wie ihr seht. Meine Schwester ist auch dabei, Felix auch, pass auf. Da ist mein Hund, da ist meine Schwester. Und genau, wir sind nämlich gerade mit dem Hund spazieren und mit einer ganz besonderen Person im Kinderwagen, nämlich Lennox. Ich zeige ihn euch gleich nochmal genauer. Ist Lennox wieder? Ja, guck, da ist Lennox. Hi Lennox. Ja, er ist ja seit gestern wieder bei uns und jetzt sind wir spazieren. Und ich habe mich ja so drauf gefreut, endlich mit ihm spazieren zu gehen. Eigentlich sollte es total schlechtes Wetter werden, aber wir haben gerade total Sonnenschein. Es ist total warm und kuschelig. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen heute spazieren. Eigentlich wollte ich das erst morgen machen, aber morgen soll traumhaftes Wetter werden. Und deswegen gehen wir heute spazieren. Den Sturhunde kriegen wir schon. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal, wie ich das da alles eingerichtet habe. Das ist so kuschelig bei ihm da drüben. Richtig süß. Und so bunt, finde ich. Die Runde, Mäcki. Okay, können wir machen. Gehen wir die Runde. Ich bin schon mal hier rein, Mäcki. Ja. Das ist dann dieser Weg, ne? Einmal so rum und dann bin ich da hinten wieder raus. Oh, das ist ein richtig langer Weg. Guck mal, da ist ein Hund. Pass auf. Und das hat, und da war ich mit Felix. Das hat er so genossen. Ich habe ihn dann, da war dann so ein kurzes Waldstück. Ganz friedlich und so. So, da sieht man meinen Hund, meine Schwester. Oh, das läuft mein Hund gerade frei, okay. Felix, hier, komm her. Felix, Felix. Süß. So, also wir haben richtig schönes Wetter und wir gehen jetzt diese kleine Runde, ja, so eine kleine, es gibt eine kleine Gassi-Runde, eine große Gassi-Runde bei uns in der Gegend. Wir gehen die kleine Gassi-Runde und ich gehe immer mit dem manchmal große Runde. Ich gehe auch manchmal mit dem große Runde, wenn ich Zeit habe. Guck mal, hier die wunderschöne Blume. Oh ja, schaut euch mal die Wiese an hier. Richtig schön. Da sind meine Hundis. Mein Hundi. So, und Lennox ist, wie ihr seht, ohne Tragetasche drin. Das wollte ich ja unbedingt mal ausprobieren. Ich finde das voll toll. Felix, komm her! Felix! Felix, halt! Na, komm her. Ah, super! Also ihr seht ja schon mal, wir haben hier den Bügel. Den finde ich richtig toll. Ich finde, das sieht mit dem Quattro so unglaublich toll aus. Und ich habe das... Ja, ein Pferd, genau. Ich finde das total süß. Ja, findest du es auch süßes Pferd? Das ist cool, oder? Ein Süß. Guck mal, hat sogar ein Mensch da oben drauf. Ein Ritter. Ich finde das richtig cool. Das ist ein Pferd und das ist Sir Lancelot. Mhm. Und er hat die Decke von Jaden, weil seine Decke ist im Moment bei Mel. Felix! Und hier, Fahrradfahrer Felix! Komm mal her! Sie wird noch kurz laufen, wenn er nicht so weit wegläuft. Und dann ist er auf jeden Fall angeschnallt im 5-Punkt-Gurt. Das finde ich auch so süß. Wenn man das kann mit einem großen Baby, dann mache ich das immer. Ja, das habe ich neu, genau. Habe ich von meinem Babysitter-Kind abgekauft. Babysitter? Ja, wo ich gebabysittet habe. Wie heißt er? Oh, ich habe den Namen vergessen. Guck mal, wer da ist. Ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen. Felix, ne? Das hat mein Mann noch einmal gemacht. Und hier haben wir noch so ein kleines Schmetterling. Einfach damit es bunt ist. Weil ich finde es ziemlich bunt da unten. Das ist ziemlich bunt. Oh mein Gott. Süß. So, ja. Ich zeige euch kurz einmal den Quattro komplett. Mary, warte mal kurz. Bist du schneller, Felix? Bist du schneller als Mary? Hm? Dicker, dicker, lauf. Ich lauf noch ein bisschen. Selten, dass er ohne Leine Gassi gehen darf. Weil er eigentlich nicht auf seinen Namen hört. Aber heute ist er ganz brav, ne? Heute bist du ganz brav. Heute hörst du auf den Namen. So, also. Auto. Oh, shit. Ich wollte es jetzt gerade zeigen und dann kommt einfach ein Auto. Sitz macht man, dass er beim Auto Sitz macht. Oh, das macht sie super, Digga. Er sieht so klein aus, obwohl er schon zwei wird dieses Jahr. Also, ich zeige dir das einmal kurz so. Mary, kannst du geht ein bisschen mit dem Spielen. Ich zeige das nur kurz. So, also unser Quattro sieht so aus. Ich finde, er ist so ultra schön. Ich muss ein Foto machen für Instagram. Also, ihr seht, wir haben echt traumhaftes Wetter. Und gerade kam die Sonne, gerade ist sie wieder hinter der Wolke, aber gerade kam sie, es ist so warm in der Sonne. Oh, schon wieder ein Auto! Was ist heute los, ey? Eigentlich fährt hier nie ein Auto. Nie fährt hier ein Auto. Ist irgendeine Straße gesperrt? Ja, auf jeden Fall sieht unser Kinderwagen gerade so aus. Ich mache kurz ein Foto.
Und ja, also wir haben das ganz normal gestellt, haben wir den Sitz drauf. Und Lennox hat eine Sitzposition von so halb. Siehst du, es geht halt so ein bisschen steil hoch. Also er sitzt halt so ein bisschen, weil er halt schläft. Ich kann ihn jetzt nicht komplett hinsetzen, wenn er schläft. Das ist ja ein bisschen komisch. Und ja, deswegen liegt er so halb. Und dadurch kann ich das Verdeck auch richtig weit zumachen. Also es geht halt, ja, ne, Felix ist ein ganz toller Hund. Es geht halt total weit nach vorne. Jetzt ist es halt total gut, wenn die Sonne jetzt zum Beispiel kommt, weil er halt total im Schatten ist da. Ich habe übrigens gar keinen Schnuller mit, fällt mir gerade auf. Ja, also wenn ihr seht, das ist so meine Position hier zum Gucken. Das ist halt wirklich komplett zu bis hier vorne. Das finde ich halt total gut. Ja, ohne Verdeck sieht der Große so aus. Oh, das ist ganz schön hell. So. Also er hat auch eine Jacke an. Seine Mickey-Maus-Jacke. Halt so ganz dünn. Und hat einen Pulli. Dann hat er eine Mütze auf. Seine eine Hand ist hier unter so ein bisschen. Fand ich total süß, wenn er hier so ein bisschen liegt. Und seine eine Hand ist hier oben. Ja, dann ist er halt wie gesagt angeschnallt. Im 5-Punkt-Gurt. Alles komplett eingestellt. Schulterpolster hat er hier. Ja. Und dann liegt er hier so drin. Hat das Spielzeug hier noch am Rand. Dass er ein bisschen was zum Spielen hat. Und dann sieht das Ganze so aus. Da unten ist noch die Leine von meinem Hund drin. Die spielen da übrigens immer noch. Total süß heute. Mary, dein Schal ist fast auf dem Boden. Ja. Und so sieht das Ganze also aus, wie wir jetzt gerade spazieren. Also es war gerade relativ spontan, weil wir, wie gesagt, heute verkauft haben auf dem Flohmarkt. Ja, und ich wollte jetzt einfach noch die schöne Sonne ausnutzen, weil gerade kommt sie wieder. Da oben ist sie irgendwo da. So, aber wir müssen das Verdeck, glaube ich, gleich wieder zumachen, sonst kommt die Sonne. Zu viel Sonne. Schmilzt Lennox? Nee, Lennox kann nicht schmelzen. Hier oben haben wir auch dieses Fenster, da kann man auch reinzauen. Das sieht man ihn auch. Aber das habe ich auch lieber zu, weil er schläft ja gerade. Und dann. Ich habe noch gerade ein paar Fotos für Instagram gemacht. Ich schreibe das mal hier unten hin, wie wir auf Instagram heißen. Folgt uns auf jeden Fall, weil es da eigentlich immer jeden Tag Fotos gibt, wenn ich irgendwas zu zeigen habe. Also da seid ihr immer up to date. Ja. Und wir gehen jetzt noch nach Hause. Ich nehme euch jetzt mal in die Hand und mache euch nicht am Kinderwagen fest. Eigentlich ist eure Position immer hier so. Aber eigentlich könnte ich euch jetzt auch hier ranmachen. Deswegen auch total praktisch an diesem Griff. Ich finde der Quattro so schön als Buggy. Das finde ich auch, wenn der zum Beispiel auf der anderen Seite ist. Oh, Mary, danke schön. oh, es sieht so schön aus, Mary, wenn du ihn schiebst. Ach, der Quattro ist einfach so ein ultra schöner Kinderwagen, finde ich. Also immer noch mein Lieblingskinderwagen. Ich laufe nicht falsch. Na ja, doch, immer noch ein bisschen. Ich versuche immer richtig zu laufen. Ich weiß nicht, soll ich das mal kurz umbauen, damit die das auch sehen einmal? Nee, ich glaube, das machen wir irgendwann anders. Also, weil den ganzen kompletten Sitz kann man ja nochmal umklappen, dass er nach vorne guckt. Ich kann natürlich auch den Griff jetzt, den Schiebegriff auch einmal umklappen, ja, aber dann sind die kleinen Räder hinten. Hier sind wir wieder raus. Da vorne, wo wir nach kommt ja nach Zeit dieser Feldweg. Ja. Den sind wir gegangen und einmal hier und da sind wir wieder raus. Da war ich letztes Mal auch mit Felix. Super lange. Das ist halt die riesige Runde. Ich glaube, du läufst so fast 2 Stunden. Ne? Ja. Aber das braucht er manchmal auch. Ich fahre manchmal da Fahrrad mit ihm. Letztes Mal bin ich da Fahrrad gefahren gelangt. Das traue ich mich noch nicht. Das ist richtig cool. Mit Felix Fahrrad fahren ist richtig toll. Felix! Ich nehme die Kinderwagen kurz wieder. Felix! Ja, weil da vorne wohnt auch, glaube ich, ein Hund. Kommt einfach, wenn er das Klacken von der Leine hört. Ist das nicht spektakulär? Komm her, Großer. Super. So, da ist der große Mann. Das war echt krass, als ich ihn wieder das erste Mal auf dem Arm hatte. Weil er so riesig ist und die Kleinen sind also klein. Die Kleinen sind so klein, ja. Die Kleinen sind klein. Das nächste Mal, wenn ich wieder länger zu Hause bin, dann machen wir ganz, ganz kurz. Und wir über 3 Stunden. Über 3 Stunden. Ja.
Also nicht wundern, warum er keinen Schnuller hat. Ich habe ihn vergessen. Aber ich habe auch selten bei ihm einen Schnuller. Weil er ist halt irgendwie für mich schon das einjährige Kind, obwohl er noch gar nicht eins ist. Ja, wenn er da nicht rein möchte, dann lass ihn das. Ich muss ihn rein. Okay. Warum auch immer. Das ist schön. Janine, ja, stimmt. Die Fußstütze ist übrigens oben bei uns, weil der kommt nicht immer ganz zur Fußstütze und das ist ja doof, wenn die so runterhängt. Gibt es auch die in ganz groß so? Reborn Babys sind ganz groß? Ja. Ja, die heißen aber nicht mehr Reborn Babys, die heißen Toddler. Wie groß sind die? Die kann man so groß wie Marvin. Also die sind schlecht reden manchmal richtig groß. Guck mal, da wird ein Haus gebaut bei Denise, bei Janine. Noch alles voll stopfen. Ja, ne, in jeder kleinen Ecke wollen die ein Haus stopfen. Ich finde das so schlimm. Jeder Mensch braucht halt irgendwann ein eigenes Haus, ne? Oder eher gesagt eine Wohnung. Es werden ja immer mehr Kinder geboren. Die wollen alle eine Wohnung haben dann. In der Hauptstraße so. Ist ja vor kurzem ein Baby geboren. Ich finde das so süß. Ich liebe es, mit dem Buggy spazieren zu gehen. Das ist auch eigentlich ein Grund, warum ich mir würde einen Toddler kaufen. Weil ich einfach dieses Buggy-Fahren total toll finde. Aber ich finde einfach keinen Toddler, welcher mir wirklich richtig, richtig gut gefällt. Weil die meisten dann einfach stur da sitzen und total langweilig aus nach einer Zeit. Und der findet einen Toddler, der irgendwie schläft. Weil so Toddler, die den ganzen Tag die Augen aufhaben, wirken ja sehr starrend. Das mag ich ja überhaupt nicht. Tschuh. Oh, so schön. Ein Auto mit Anhänger. Also heute ist hier richtig was los. Ich weiß nicht. Bei der Feuerwehr haben wir heute auch wieder irgendeine Veranstaltung. Und die Leute denken auch wieder schon wie ich bin vollkommen bescheuert, weil ich mit der Kamera durch die Gegend laufe. Obwohl es diesmal eigentlich nicht so krass wirken sollte, weil ich hier ja nicht wahrscheinlich... Also die Leute könnten ja denken, ich rede nicht mit euch, sondern ich rede mit der Kamera. Aber mit meiner Schwester meine ich. Aber... Was mit mir? Ja, die Leute, wenn die jetzt mich angucken, denken die ja, ich rede mit dir und nicht mit meiner Kamera. Aber jetzt, wenn ich alleine bin, dann denken die, ich rede mit meiner Kamera. Und dann denken die, ich bin vollkommen bescheuert. Aber jetzt denken die, glaube ich, auch, ich bin vollkommen bescheuert. Ja, meine Lieben, wir würden uns jetzt verabschieden, weil wir gleich zu Hause sind. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, es war sehr unspektakulär, glaube ich. Aber ich wollte euch einfach mitnehmen, wenn wir das erste Mal mit Lennox wieder spazieren gehen. Und das fand ich jetzt so toll. Das war ein wirklich toller Moment gerade. Und ich weiß die Überschrift. Der erste Ausflug mit Lennox. Endlich. Das mache ich jetzt ganz nach vorne, okay? Vor das Intro. Okay? Sehr gut. Ja. Das war jetzt ein sehr cooler Moment, Mary. Ja, jetzt habt ihr schon mal ein Vortro. Also Mary, das kommt zuerst, dann kommt das Intro und dann geht's los. Also das ist doch schon mal... Das ist schon mal richtig cool jetzt. Nein, keine Toten aus fremden Gärten pflücken. Nee. So, mein Lieben, wir würden Tschüss sagen und... Es gibt eine Regel, man darf nicht aus fremden Gärten Blumen klauen. Deine ganzen Sätze, die du einfach rein wirst. So, Mary, wir wollten sagen Tschüss und bis zum... Nächsten Mal.